Ja, liebe Freunde, kleiner Feldversuch, Samstag, schönes Wetter, was macht der anständige Deutsche, Schrägstrich Bayer, also ich, man fährt nach München in den Biergarten. Das ist doch ein schönes Ziel. Da seht ihr hier, unser Ziel ist Königlicher Hirschgarten, sind 185 Kilometer. Wir haben jetzt, darf ich mal ganz kurz, wir haben das gute Stück auch aufgefüllt, eben bis 90%. Man sieht es hier, 90%, Reichweite 360 Kilometer. Ich nulle mal auf den Tageskilometerzähler und unsere Challenge ist, man sieht es hier, ne? Also ist auf Null. Und unsere Challenge ist, hinwärts so schnell wie möglich zu fahren. Also ich sag mal realistisch so schnell wie möglich. Also ich sag mal 200, nicht übertreiben. Geschwindigkeitsbegrenzung natürlich beachten. Und dann schauen wir mal, wie so hier die Statistik dann aussieht. Wie lange wir brauchen etc. pp. Und zurück ist der Plan einfach mal mit Richtgeschwindigkeit, also relativ sparsam zu fahren. Und dazu nehme ich euch jetzt mit. So, dann starten wir mal. Und los geht's. Achtung, gute Fahrt, wir kommen dann immer mal wieder drauf. Ja, viel Verkehr, aber wir fahren jetzt 130, 140. Kann leider nicht schneller fahren, aber wir sind jetzt auf der Autobahn. Ja, schau, ich gebe jetzt Gas auf jeden Fall. 150. Ja, wieder einer, genau. Also wir fahren jetzt nicht effizient. Bis gleich. Schläfer auf der linken Spur, wie immer natürlich. Kannst du mal kurz vorgehen. 94, es ist aufgehoben. Warum? Man weiß es nicht genau, warum sie links fahren. Oh. Ja, danke. Wir fahren dann rechts rüber natürlich auch. So. Also wie gesagt, wir fahren flink, maximal 200, nicht komplett Vollgas, jetzt haben wir 195, da werden wir uns so einpendeln. Und dann schauen wir mal, was die Reichweite macht, ob wir überhaupt ankommen. Ja Leute, normal kriechen die Elektrokarren immer auf der rechten Spur, aber nicht beim Motorola. Wir fahren mit 204 auf der linken Spur. Ja. Aber die Akkukapazität, also die errechnete Ankunfts-Akkukapazität ist nicht merklich runtergegangen. Also bisher alles gut. So, 70 Kilometer Greding, weltbekanntes McDonalds, 120 Geschwindigkeitsbegrenzung. Akkukapazität zeigt der Ampel Ankunft 24%. Ja, bis gleich. Ja, Ingolstadt. Exakt 100 Kilometer sind wir gefahren. Ja. 32,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer haben wir verbraucht übrigens. Geplante Kapazität, Restreichweite 22% bisher. Jetzt fahren wir 150, weil vor uns ein bisschen Verkehr ist, aber dann geht es wieder heiter weiter nach München. 117 Kilometer, Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben und, schau her, Vollgas wieder. Die Reichweite ist aber mittlerweile etwas gesunken, geplant 20%. Schauen wir mal, was passiert. Ja, knapp 140 Kilometer gefahren, auch relativ zügig immer wieder. Ja Leute, noch 37 Kilometer. 17% zeigt der Restreichweite an. Ich weiß halt nicht, wo dann da eine Ladestation ist, ob die frei ist und so weiter. Ich glaube, wir suchen uns mal eine Ladestation auf dem Weg dahin, weil ich will ja auch nicht komplett leer fahren. Wir geben aber weiterhin Gas, wie ihr seht. Ne? Also ich schone das Auto nicht. Ne? Ladestation. Muss ein bisschen langsamer machen. So. Da haben wir hier eine Allego-Ladestation. Bis 150 Kilowatt. Sehr gut, ich füge mir mal hinzu. Ja, und da haben wir dann noch 19% Restreichweite. Das ist ja 19% entspricht ungefähr 80 Kilometer, aber wie gesagt, du weißt ja nicht, wo die nächste Ladestation ist und so weiter. Und zur Sicherheit fahre ich die jetzt einfach mal an. Aber gebt weiterhin Gas, wie ihr seht. So, wir haben jetzt noch 19% Restreichweite, ist 75 Kilometer. Wir sind gefahren, 168,5 Kilometer, Durchschnittsgeschwindigkeit 141 km/h. Kannst du auch mal ganz kurz zeigen. So.
zur Ladestation sind es jetzt noch 5,8 Kilometer und die fahren wir jetzt auch an, weil wir haben jetzt einfach mal über 70% durchgeschnupft und wenn der unter 20% geht, dann ist es so ein bisschen nicht mehr so convenient, weil du weißt ja nicht, wie gesagt, wo die nächste Ladestation ist etc. pp. Und wenn dann Stau ist oder irgendwas ist, dass die Ladestation belegt oder kaputt oder alles schon erlebt, auch in der kurzen Zeit, dann bist du halt der Arsch. Und deswegen fahren wir zur Ladestation. Bis gleich. Hier ist der Onkel. Hallo. BMW, Freude am Fahren. Kann ich sagen, Polestar, Freude am Fahren hatte ich auch. 1 Stunde 16 Minuten und hier ist jetzt quasi gleich Münchner, der Münchner Ring, so der Frankfurter Ring war da eben. Und ja, welcome to Munich, würde ich sagen. Und hier sind wir bei der Ladestation. Da ist sie, eine 150 Kilowatt Station. Also, kurze Fazitrunde. Wir sind jetzt 174,5 Kilometer gefahren, haben 32,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer verbraucht. Mit Klima an, sonniges Wetter, 1 Stunde 16, 17 ungefähr, Durchschnittsgeschwindigkeit 135. Also ich habe schon laufen lassen. Ja, und jetzt ist der Gute hier bei 18%. Würde eine Restreichweite von, ich kann es euch zeigen, derzeit 70 Kilometer entsprechen. Und deswegen lade ich jetzt lieber auf und danach geht's im Biergarten. Also wie gesagt, wir haben jetzt einfach mal 72% durchgeschnupft mit flotter Fahrweise. Wir haben den guten Polestar angesteckt und wir sind alleine hier. Und der Vorteil, wenn man alleine hier ist, ist, dass wir mit bis zu 150 hier Klamotten laden können. Also richtig volle Pulle. Schauen wir mal ins Auto, weil hier steht's. Jetzt Ladeleistung 115, 117, 120, 121. Also jetzt gibt es da richtig Kette. Das heißt 130. Das heißt, wir können hier relativ schnell wieder weg. Schauen wir mal, was das Auto sagt. Ja, man sieht es hier auch. Moment. 140 Kilowatt lädt er jetzt. Also das geht richtig schnell sozusagen. Relativ schnell zumindest. Schauen wir mal, ein halbes Stündchen wird es dauern, denke ich. So, und jetzt haben wir uns nämlich wieder zu früh gefreut, weil... Ihr seht hier nebenan, hat auch ein Kollege eingecheckt, zum Stromen quasi. Und jetzt hat sich die Ladeleistung auf maximal 75 kW reduziert. Also von 150 theoretischen, gut, der lädt in der Spitze 150 zum Aufbau und Abbau natürlich weniger, aber es dauert natürlich jetzt unwesentlich länger. Und das, ehrlich gesagt, das nervt schon, weil du kannst es einfach schwer kalkulieren. Du musst immer vom Worst Case ausgehen. Ich habe vorhin gesagt, hey geil, jetzt Ladestation leer, Hypercharging super, 150 kW, bam, halbe Stunde. Aber das wird nicht der Fall sein. Und wir müssen halt aufladen, weil wir dann wieder zurück nach Nürnberg müssen. Also ja, kann sich jeder sein eigenes Urteil drüber bilden. So ist es. Nicht beschönigt und nicht negativer dargestellt, sondern einfach nur die Fakten. Bin ich schon drauf? Ich bin drauf. Willkommen am Ziel, Königlicher Hirschgarten. 170 Kilometer Restreichweite und 43% haben wir noch. Also wir müssen noch mal aufladen. Aber jetzt genießen wir erstmal ein Bierchen. So, meine elektrischen Freunde, ich sitze jetzt auf dem Beifahrersitz und wir machen jetzt kurz einen Prozess. Wir fahren jetzt nämlich zurück von München nach Nürnberg. Selbe Ladestation, haben wieder 90% und fahren jetzt nur 130. Ich will euch da nicht langweilen und nehme euch nicht so oft rein, aber ihr seht hier 360 Kilometer Reichweite, 90%, die manuellen Tageskilometerzähler habe ich genullt und ich schwöre, wir fahren maximal 130 und halten uns an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hinwärts sind wir ja voll Stoff gefahren und dann schauen wir mal so, was wir vergleichsweise haben. Ich werde jetzt nicht zu oft drauf gehen, aber wir sehen uns dann wieder. Bis gleich.
Kilometer unterwegs mit 130, ganz tief entspannt. Die Sonne scheint. Die Restreichweite sagt 32% bei Ankunft. Es wären dann quasi doppelt so viel wie auf der Hinfahrt, weil auf der Hinfahrt hätten wir noch 16% gehabt, vielleicht waren es 17, das war mal ein bisschen schwank. Klimaanlage haben wir auch an auf Eco. Ja, und jetzt cruisen wir dahin. Berechnete Fahrzeit 1 Stunde 18 Minuten. 15 sind wir schon gefahren, also wäre fast ähnlich schnell dann. That's it. Jetzt sind wir auf Höhe Ingolstadt quasi. Es wird auch langsam dunkel. Ganz entspannt. Immer noch 130, 72,9 Kilometer, 40 Minuten und die Restreichweite 37% schon, also im Vergleich zu vorhin quasi verdoppelt. Jetzt sind wir ein geschmeidiges Stündchen unterwegs quasi und haben noch 57 Kilometer. Vorhin waren wir, ich glaube, schon fast in München, weiß nicht genau. Fand jetzt halt wesentlich entspannter, hat auch was, ist aber ein bisschen langweilig. Aber damit man mal den Vergleich hat. Restreichweite bei Ankunft derzeit sogar 38%. Entspannt hinaus, vor allem bei der leeren dreispurigen Autobahn. Also da wünsche ich mir einen Autopilot, ehrlich gesagt. Wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben es geschafft. Und zwar total Dings da. Hier haben wir vorhin geladen. Und hier sieht man jetzt 175,1 Kilometer, 1 Stunde 33. Also vorhin waren wir in knapp einer Stunde ein bisschen drüber quasi in München. Durchschnittsgeschwindigkeit natürlich deutlich geringer, weil ich penetrant 130 gefahren bin. War fast ein bisschen langweilig. Aber wir haben dafür 40% Restreichweite. Und das bedeutet, wir könnten theoretisch noch 160 Kilometer fahren. Also muss man eben selber ausrechnen, ob es sinnvoll ist, schneller, langsamer zu fahren, wie auch immer. Einfach nur, um euch mal ein Gefühl zu geben beim Thema Elektro. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen müde. Ich persönlich, wie gesagt, Polestar, mega Auto, fährt super schnell, wertig, drückt an und so weiter, aber halt dieses Ladethema. Hier sieht man jetzt, die Ladesäulen sind alle frei, sind auch Supercharger und das ist halt geil, wenn du halt wirklich schön schnell laden kannst. Das machen wir jetzt auch wieder. Aber sobald da halt einer steht oder die kaputt ist oder es nur diese lutschigen 22 Kilowatt oder noch kleinere gibt, und das ist kein Argument, dass die überall gibt. Die gibt es tatsächlich überall, auch da in dem Biergarten, wo wir waren. Aber da willst du dich nicht hinstellen, weil dann steht da 4, 5, 6, 7, keine Ahnung, Stunden. Und das ist Quatsch, einfach ist Bullshit. 150 Kilowatt, ansonsten ist es einfach nichts, aus meiner Sicht. Es ist eine Ergänzung, aber ja, ansonsten hast du immer halt so ein bisschen schwitziges Gefühl. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Video. Ich gehe jetzt quasi Feierabend machen und dann sehen wir uns bald wieder.